Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Lars Reiter. Wir sind in Folge Nummer 12 von Simotrans mit dem Comic-Pack. Unser Ziel diese Folge ist, Neubrandenburg mit Achim per Zug zu erschließen. Da haben wir ja einige Rutschen drauf und das wollen wir umändern, damit das dann weitergeht. Vielleicht ziehen wir auch gleich schon durch bis nach Bad Mergentheim. Mal schauen nach dem Intro, wie wir da weitermachen. Bis gleich. So, dann sind wir hier jetzt, hier ist die Bahnstrecke, die dann da vielleicht weiter durchgehen sollte, ne? Müssen wir mal schauen, ob wir das so machen, wie ich mir das gerade vorstelle, oder ob wir hier vielleicht wiederum rausfahren. Ja, weiß ich auch noch nicht so ganz, ne? Eigentlich wäre es sinnig, hier rum da lang zu fahren, ne? Dann bleiben wir auf dieser Ebene, gehen hier zwei Schritte runter. Ja, würde ich so fast sagen. Der Bahnhof hier lang würde vielleicht Sinn machen. Und dann gucken wir mal, ne? Dann würde ich vorschlagen, dass wir hier erstmal ein bisschen was mit den Hügeln machen, die da sind. Und zwar abbauen. So, da kommen wir, glaube ich, durch. Und dann brauchen wir die Zuglinie. Und das Gleis, und das Gleis geht hier so los. Und dann müssten wir jetzt da oben hin. Mal gucken, macht er das? Ja, das macht er. Und das macht er sehr gut sogar hier. Weil dann können wir nämlich hier so nebenher ziehen. Machen wir erstmal so, ne? Ich sehe gerade, aber es wird ein zweiter Halt, weil der eine doch dann so anders gebaut ist. Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das hier am besten veranstalten, ne? Ja, weiß ich auch noch nicht. Das machen wir erstmal nicht weiter. Aber das ist auch egal, wenn da jetzt ein zweiter Bahnhof raus wird oder so. Vielleicht müssen wir nur hier einen hinsetzen und dann verbinden wir den. Das machen wir diesen Scheinbahnhof, Schattenbahnhof, wie sagt man, weiß ich nicht. Da gab es sowas, ne? Mach mal den jetzt gerade. Dann machen wir den mal dahin, weil da geht's ja nicht. Dann müssen wir den dahin machen. Ja, machen wir den gerade dahin und dann können wir den Bahnhof ganz locker daneben bauen. Ja, machen wir den erst hier, ne? So, jetzt ist das nämlich immer noch ein Bahnhof. Lass die zweite Haltestelle ruhig da stehen, jetzt ist auch egal. Und das passt dann erstmal, oder? Gut, das bedeutet, wir basteln da jetzt noch was. Und zwar, ja, eigentlich eine zweite Linie dahin, ne? Eine neue Linie, nicht eine zweite. Neue Linie für den Zug hier. Und zwar ist das, ja, ist Achim. Ja, Regionalzug Achim minus Neubrandenburg. Ein Leerzeichen fehlt mir da. So, Enter. Dann steht das hier oben auch. Dann ist die Linie richtig angelegt. Und das bedeutet, der fährt am besten von hier nach da. Dann ist das schon mal gut. Das ist dann die Linie gewesen. Linienverwaltung können wir dann auch schließen. Dann müssen wir hier zum Depot hin und setzen da den Zug da drauf. Wie immer kriegen die alles dahinter gehangen. Kriegen den Fahrplan Achim Neubrandenburg und soll starten. Und müsste jetzt da rauskommen gleich. Da kommt er schon. Jetzt habe ich ihn auch offen. Und dann müssen wir schauen, dass wir, ne, hier noch ein Signal bauen, damit der da nicht reinfährt, wenn von der anderen Seite einer kommt. Sonst wartet der zu lange und blockiert alles. Warte, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Und da müssen wir hin. Und das muss ich... ich würde es mal erstmal hier hinstellen, dann sehe ich es auch. Kann aber ruhig beidseitig sein, ne? Ja, muss beidseitig sein, sonst fährt er ja nicht durch. Sollte soweit erstmal richtig sein, glaube. Da unten tuckert da schon. Und dann ist der Punkt angekommen, wo wir sagen können, hier, zack,
Alle, die nach Aachen fahren, müssen jetzt demnächst mit dem Dingens fahren. Sag schon, mit dem Zug fahren. Müssen wir mal schauen. Der hier ist aber voll geladen. Ja, müsste man mal schauen, ne? Wer nicht mehr voll geladen ist, der braucht dann auch nicht mehr fahren. Wir könnten das natürlich so machen, dass wir Aachen-Neubrandenburg mal hier die Linie öffnen. Dann sehen wir nämlich alle davon. Ne, Fahrzeugliste. Und sobald hier einer ist, der nichts mehr drin ist, dann wird er ausgemustert. Aber zurzeit fährt er halt noch, ne? Kommt hier jetzt schön vorbeigefahren. Macht Sinn, hier noch ein Signal hinzustellen? Der würde dann da, nee, dann können sie zwei gegenüberfahren. Da macht es keinen Sinn. Hier macht Sinn, weil nur einer ist. Das funktioniert, ne? Jetzt ist nur die Frage, wahrscheinlich steigen die aber alle erstmal hier rein, ne? Mit der Kutsche zurück. Vier Neubrandenburg stehen da ja jetzt noch, ne? Zwei Brücken, Rathaus, Köln, Lüneburg. Ah, da fahren aber mehr. Köln und Lüneburg sind ja auch noch dahin und zwei Brücken auch. Okay, sind gerade noch welche dazugekommen sogar. Das war jetzt Neubrandenburg-Rathaus, die Haltestelle. Und er hat sie schon gerade passiert, oder wie sehe ich das? Und hat tatsächlich schon 15 Gäste da drinne. Das ist schon mal gut. Der ist schon durch. Ist da schon der nächste irgendwo hier auf der Strecke? Sieht man leider nicht. Oder sieht man schon, wenn er dann irgendwo hier ist, ne? Da ist einer. 28 von 62, okay. Hier unten ist niemand, das ist auch okay. Er wartet auf Beladung, ne? Kann das sein? 33 von 62. Wie sieht der Fahrplan denn aus? 60% soll er haben, okay. Okay, dann passt das erstmal. 53% hat er. Wie sieht es mit unserem anderen Ziel aus? Warte mal, der. Vielleicht mal ein bisschen anders sortieren hier. Hier stehen Dreier, die nach Süden wollen. Und das ist jetzt wo? Achem ist das, okay. Da stehen ja genug erstmal. Gucken wir mal, wie wir da weiterkommen. Hier unten lang geht's nach zwei Brücken. Und zwei Brücken hat er ja dann die Verbindung nach da drüben. Lüneburg, zwei Brücken, Bayreuth, da sind neun. Die gehen alle nach, na, zwei Brücken sind. Achso, 12 Passagiere nach der Burg hin und neun, okay. Das heißt, hier sind einige unterwegs. Aber wir haben nur eine Kutsche da drauf, sehe ich gerade. Das ist wohl zu wenig, ne? Da muss dann noch einer mehr mindestens drauf. Oder wir müssen irgendwann drüber nachdenken, da auch ein Gleis zu bauen. Wie steht's denn jetzt hier so aus? Hier stehen 27 Passagiere. Eins. Alle wollen nach Norden, okay. Hier stehen fünf, die jetzt gerade von drüben rübergekommen sind, denke ich. Niemand fährt zurück. Okay. Das sieht nicht so gut aus da. Ist jetzt schon hier die Überlegung, ob wir dazu weiterfahren oder ob wir nicht gleich hier schon einen Gleisanzug da, Gleisanzug, ein Gleis da machen, der da rüber fährt dann. Weil hier sind sie ja schon alle, ne? Wir stehen dann auf der anderen Seite. Da warten schon sechs. Aber die wollen nach Bayreuth. Und wir stehen hier. Drei. Über den Hafen. Also die Zugverbindung läuft. Hier sind sechs drinne, die alle zur anderen Seite wollen. Okay, das passt. Hier gibt es ja gar keine Anbindung mehr. Und das ist hier. Oh, da sind reichlich. Das bedeutet, wir müssen da schon schauen, dass da mehr fahren. Ach, warte, hier ist ein Depot irgendwo gewesen gerade. Dann können wir das auf jeden Fall machen, ne?
LKW, zwei Busse, die Kutsche und Fahrplan ist Bayreuth-Kirche Hafen. Und kopier mal, lass mal Zweier da fahren. Ich glaube, so viel sind es auf jeden Fall. So, wo sind wir hier? Hier sind wir bei Achim. Der Zug war wohl da und ist mit 15 zurückgefahren, okay. Und hier ist die erste Kutsche, wo keiner drinne sitzt. Das heißt, raus muss dann. Weil die anderen sitzen noch welche drinne. Dann passt das erstmal soweit. Gut. Soweit läuft es erstmal. Er wartet jetzt, bis der andere raus ist. Und ich glaube, wenn der hier aus dem Dingens ist, fährt der auch rein, ne? Oder? Hier unten steht zum Glück keiner. Und jetzt siehst du, dann fährt er, wenn er aus dem Sachschon-Bahnhof raus ist, dann passt das. Wenn der da kurz wartet, ist halb so wild. Gut, okay. Das ist hier Achim, 20. Wollen weiter nach Bad und ach, 17. Und drei wollen nur runter. Okay, das ist erstmal gut soweit. Und die nächste, die hier leer ist, die schicken wir mal nach Norden dann. Die dann hier von Bad Mergentheim nach Friedrichsdorf fahren. Die wird voll sein, ne? Ja, ist so. Und wie viel sind da noch? Da stehen nämlich nur reichlich. Da müssen mehr Kutschen drauf. Aber da sind die für da dann. Wir stehen hier auch 21, aber hier steht keiner, der nach Friedrichsdorf will. Aber alle wollen weg. Hier stehen welche für Friedrichsdorf, okay. Das müsste aber alles soweit so reichen. Schauen wir mal. Der fährt jetzt wieder zurück, der Zug, und hat 19 Passagiere. 105 Miese fährt er zurzeit ein, aber okay, das werden wir gleich sehen, wenn er angekommen ist. Aber der hatte auch noch ein bisschen die Anfahrt damit drin, ne? Wie sieht's hier aus? Oh, 81. 53 wollen nach Zweibrücken. Zweibrücken war hier unten, ne? Ja. Da fahren auch Kutschen, ne? 25 fahren hier lang. 6 wollen davon nach Bayreuth. Okay. 3 wollen nach Lüneburg. Und die fahren dann darüber. Okay, auch gut. Zwei Brücken. So, hier ist es niemand drin. Lüneburg, Lüneburg-Burg, ist das okay? Das ist noch nicht so weit. Jetzt ist es soweit. Die wollen nach Lüneburg-Burg. Und wie ist es an Lüneburg-Burg? Stehen denn da welche, die dann da abgeholt werden wollen? 8 nach Zweibrücken, der Rest Jena, Gütersloh, Bayreuth geht's auch noch, okay. Ja, da muss man mal gucken, wie sich das hier ergibt, ne? Hier ist voll. Hier ist voll. Und da ist auch voll. Ja, eigentlich müssten wir den rausnehmen, ne? Diese Fahrzeuge hier. Diese Linie müssen wir auch bearbeiten. Weil da geht es ja auch mit dem Zug nachher hin, oder? Müssen wir überlegen, wie wir das machen. Ist das da unten die letzte Kutsche? Ja, sieht so aus. Gut. Neubrandenburg. Die erste Kutsche ist da. Hier sind nur noch 9 da drin. Die sind die da, da sind die Leute, die nach Achim fahren. Okay, wir bestehen jetzt hier. Bad Merkel, da sind 24, die weiter wollen. Vielleicht sollte man die Linie doch verlängern. So, der ist offen hier in Neubrandenburg. Achim sind 6. Friedrichsdorf sind 3, sind 9. Bad Mergentheim will keiner. Und jetzt fahren da, ach so, hier unten 9. Das ist nicht viel.
Das heißt, wenn wir aber hier jetzt weiter die Linie fortführen bis nach Bad Mergentheim, dann braucht der ja länger und dann stehen da vielleicht schon zwischendurch ein paar Leute, oder? Ich glaube, wir machen das mal gerade länger. Okay, würde ich vorschlagen so und so. Hier machen wir einen Bahnhof hin. Passt. Und dann gehen wir in die Linie und ändern die um. Achim Neubrandenburg. Fahrplan. Hinzufügen ist richtig. Und zwar kommt dann Bad Mergentheim da hinzu. Und dann müssen wir hier nochmal Achim haben auf dem Rückweg. Und dann Neubrandenburg. Das sieht gut aus. So soll es sein. Das kann zu. Und dann würde das bedeuten, dass diese Kutschen, die hier sind, auch aussortiert werden müssen. Die letzte hat schon mal nicht genug Fahrgäste. Da müssen wir gleich aufpassen, ob da was ist, dass das anders wird. Gut. Er fährt jetzt nur mit 9 hoch, dauert aber jetzt länger und dann durch wird es so sein, dass dann die Fahrgäste da voller werden, also mehr werden. Soweit sieht das erstmal gut aus, oder? So, jetzt gehen wir nochmal gerade in so eine Haltestellenliste und gucken, wo die meisten Leute stehen. Wartend. Und keine und 90 in Jena. Wow. Jena hat hier einen Zug gerade, der da anhält. Und wo wollen die? Ach so, Jena ist ja hier, ne? Nach Königsbrunn wollen die alle dann. Und hier steht aber niemand mehr, ne? Ne. Das bedeutet, wir brauchen definitiv hier nach Königsbrunn Kutschen. Jener Königsbrunn braucht Kutschen. Weil da stehen ja ganz viele. Oder wir machen es auch da was hin. Von da bis da, das dauert viel zu lange bis dahin. Kannst ein Depot hier irgendwo bauen. Ja, müssen wir nochmal überlegen, ne? Zug könnte natürlich auch weiterfahren, ne? So weit ist es nicht. Machst du hier lang? Und dann wären das alle Stadtbusse, ne? Tja. Das müssen wir uns nächstes Mal angucken. Lüneburg sieht so ähnlich aus. Auch zu viele. Alle wollen nach Zweibrücken. Die können aber mit dem Zug fahren. Aber die wissen nicht, dass die Verbindung dahin über den Zug über Gütersloh geht. Aber das gucken wir uns alles in der nächsten Folge an. Hier haben wir definitiv schon mal eine Kutsche, die jetzt leer ist. Das bedeutet, die kriegt einen anderen Fahrplan. Und die fährt Bad Mergentheim, Friedrichsdorf. Damit die was zu tun hat in der Richtung. Jetzt muss die nur umdrehen, ne? Achso, die ist hier unten. Ne, dann fährt die schon richtig weiter. Und das hier ist auch eine, die jetzt auch einen neuen Fahrplan kriegt dann. Das sollte dann auch passen. Und dann wären es da schon weniger. Wie sieht es hier aus? Da sind noch alle. Hier sind welche leer. Bad Achim, Bad Mergentheim. Da würde ich jetzt nochmal eine davon nehmen und die auch nach Bad Mergentheim, Friedrichsdorf schicken. Die müsste jetzt eigentlich sofort umdrehen, oder? Ja. Und dann hat die hier nichts abzuholen, oder? Ne, aus der Richtung will keiner da hinten hin. Hat die welche mit? Ja, 3 Passagiere. Okay, dann ist schon ein bisschen was. Da ist natürlich voll, ne? Ja, passt. Und wie viele stehen da noch? 24, das ist alles okay. Jetzt müssen wir nur gerade gucken. Da kann ich den für aufrufen. Wie viele Fahrzeuge sind denn hier drauf? 1, 2, 3, 4,
5 Fahrzeuge sind 30. Ne, das reicht dann erstmal, würde ich sagen. Dann können wir die ausmisten. Da passt's. Ach, in Bad Mergentheim. Die kann auch weg. Und wie sieht es hier unten aus? Da passiert noch nichts. Die fahren noch alle voll. Lüneburg, zwei Brücken müssen wir uns in der nächsten Folge angucken. Und dann Jena noch mit Königsbrunn. Da muss auch was passieren. Das sind unsere nächsten Aufgaben, denke ich. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folgen gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.